Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu Tisch bei mir. Heute gibt es bei uns diese super leckeren Blätterteig-Aprikosenteilchen und wenn ihr sehen wollt, wie ich die mache, dann bleibt dran. Als erstes werde ich einen Pudding zubereiten. Dafür verwende ich 450 ml Milch, 3 Esslöffel Zucker und ein Päckchen Puddingpulver. So, der Pudding ist jetzt abgekühlt und kann jetzt weiterverarbeitet werden. Die Blätterteigplatten habe ich in der Mitte geteilt. Außerdem habe ich hier eine Dose Aprikosen abtropfen lassen und habe mir die schönsten 12 halben Aprikosen beiseite getan. Die werde ich dann dafür benutzen. Dann habe ich hier noch ein Ei getrennt. Ich mache das so, ich pinsel ein Quadrat ein bisschen mit dem Eiweiß ein, damit es auch kleben bleibt, wenn ich gleich die Ecken in die Mitte klappe. Ich so und drücke das so ein bisschen an und diese Kante auch. Und hier kommt dann ein großzügiger Löffel von dem Pudding rauf. Und eine Aprikosenhälfte. Dann pinsel ich noch die Kanten mit Eigelb ein. Und platziere es so auf einem Backblech. Und so werde ich jetzt die restlichen auch alle verarbeiten. Diese werde ich ein bisschen anders formen. Und zwar mache ich so ein Windrad. Dafür schneide ich in die Ecken. Und drücke immer eine Seite in die Mitte. Und wieder ein bisschen von dem Eigelb. Diese Form ist auch sehr schön. Ich werde die restlichen 5 jetzt auch in dieser Form machen. Die leckeren Blätterteig-Aprikosenteilchen sind jetzt fertig für den Backofen. Den Backofen hatte ich schon vorgeheizt auf 200 Grad Umluft und da werden die ca. 15 bis 20 Minuten drin backen. Wie immer sage ich euch die genaue Backzeit im Anschluss. Die leckeren Blätterteig-Aprikosenteilchen sind jetzt aus dem Backofen raus. Ich lasse die jetzt komplett abkühlen und zum Schluss werden sie dann noch mit etwas erwärmter Aprikosenmarmelade leicht eingestrichen. So, ich habe hier jetzt anderthalb Esslöffel Aprikosenmarmelade. Die werde ich jetzt in der Mikrowelle ein bisschen warm machen und dann werde ich die Blätterteig-Teilchen damit bestreichen. Thank you.
Video gefallen hat, freue ich mich über einen Daumen hoch und vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren und das kleine Glöckchen zu aktivieren, damit ihr keine weiteren Videos verpasst. Macht's gut, tschüss, bis zum nächsten Mal. Und vergesst nicht, hier könnt ihr meinen Kanal abonnieren.